Guten Tag, ich bin Joachim Schmidt, ich bin Physiotherapeut und leite den respiratorischen Schwerpunkt am Inselspital in Bern. In den kommenden paar Minuten stelle ich euch gerne unsere COFIT-App vor, welche gleichermaßen für Betroffene und Behandelnde entwickelt wurde. Sie bietet Infos von und Kontakte zu Spezialistinnen, konkrete Instruktionen und Ratschläge in Bezug zur Symptomatik, ein maßgeschneidertes Übungsprogramm mit Unterstützung bei der Wahl der Maßnahmen und der Definition deren Intensität sowie eine übersichtliche Verlaufsdokumentation. Das neue Krankheitsbild hat das Potenzial, die ambulanten Patientenzahlen über die bestehende Behandlungskapazität ansteigen zu lassen. Diese kann nicht beliebig ausgebaut werden. Es wird zudem angenommen, dass nicht alle Patientinnen in der Lage sind, einmal oder gar mehrmals pro Woche ins Zentrum zu kommen. Dezentrale Wohnlagen und die physische Beeinträchtigung der Betroffenen sind mögliche Ursachen dafür. Gesucht ist demnach eine Behandlungsmaßnahme, welche mit relativ kleinem Zeitaufwand auch in möglichst vielen dezentral gelegenen Praxen instruiert und danach möglichst häufig selbstständig durchgeführt werden kann. Eine Smartphone-App scheint dafür eine geeignete Komponente zu sein. Das Angebot soll informieren, instruieren, Ratschläge erteilen und den Kontakt zu Spezialistinnen vermitteln. Das Angebot soll Fachpersonen und Patientinnen rasch, unkompliziert und kostenlos im App Store und bei Google Play zur Verfügung stehen. Zahlreiche Personen aus verschiedenen Disziplinen und Professionen haben bei der Entwicklung der App mitgewirkt. Die meisten davon stammten aus dem Kreis der interdisziplinären Sprechstunde am Inselspital in Bern. Willkommen war dabei auch die Unterstützung einer Masterstudentin, welche ihre Arbeit dem Thema gewidmet hat. Und zum Glück musste nicht alles neu erfunden werden. Viele Übungen konnten wir aus dem Archiv der bereits bestehenden Insel Health App entnehmen und ebenfalls durften wir auf Infos und Dokumente von Althea verweisen. Die App vermittelt Hintergrundinformationen zu Long-Covid, PEM und PICS. Die App vermittelt zudem Informationen über das Selbstmanagement häufiger Symptome von Long-Covid. Die App instruiert allgemeine Bewegungsempfehlungen und Entspannungsverfahren. Und die App beinhaltet konkrete Übungsprogramme, welche mit Foto- oder Videoinstruktionen dokumentiert sind. Die Ermittlung des Belastungsniveaus für die Übungsauswahl erfolgt initial mit einem Screening zur PEM-Symptomatik. Fällt dieses positiv aus, erfolgt kein Zugang zu den Anweisungen für ein Kraft- oder Ausdauertraining. Das ist eine Sicherheitsmaßnahme, weil die frei verfügbare App von Betroffenen auch ohne Unterstützung einer Fachperson installiert und verwendet werden kann. Bei positiver PEM-Symptomatik stehen das Energiemanagement und die Förderung der Alltagstauglichkeit im Vordergrund. Liegt keine PEM-Symptomatik vor, sieht die App drei Leistungsstufen vor. Die Basis für die Intensität legt der One-Minute-Sit-to-Stand-Test, wobei man sich an der Leistung der untersten Perzentile der Normwerte nach Straßmann und Mitautorinnen orientiert. Level 1 ist empfohlen, wenn beim Test weniger als 50% der untersten Normwertperzentile erreicht wird. Für den Level 2 wird ein Testresultat zwischen 50% der untersten Normwertperzentile und der untersten Normwertperzentile erwartet. Und Level 3 ist für Personen, welche einen Normwert über der untersten Perzentile erreichen. Für jede Aktivität bzw. für jedes Training kann in der entsprechenden Kategorie ein Eintrag getätigt werden. Dieser
kann je nach Bedürfnis umfangreicher oder einfacher ausfallen. Zu jeder Aktivität können auftretende Symptome erfasst und noch näher quantifiziert werden. Die Daten können grafisch und in einer Detailansicht angezeigt werden. Ursachen für Auffälligkeiten in der grafischen Darstellung können in der Detailansicht allenfalls verifiziert und mit einer Fachperson besprochen werden. Bisher wurde keine systematische Befragung bei Nutzerinnen durchgeführt. Die spontan eingehenden Rückmeldungen variieren jedoch recht stark. Die App bietet viele Möglichkeiten, was die Orientierung zum Beispiel bei Brain Fog oder Konzentrationsschwäche erschwert. Daher ist es in solchen Fällen hilfreich, gezielt zu steuern, welche Funktionen verwendet werden sollen, um die Nutzerinnen bei der Anwendung zu unterstützen. Ich danke für die Aufmerksamkeit und wünsche viel Spaß und gute Erfolgsmomente mit der App. Auf Wiedersehen!